Ihnen, Habthoheit. Mögen die Spiele beginnen. Oh, Scribbles, es gibt nichts, was ich mehr genieße als eine schwungvolle Runde Reifenspringen. König John, verzeiht, aber findet ihr, dass das die beste Art ist, die Armee einzusetzen? Was habt ihr denn sonst zu tun? Die Prophezeiung ist alles, was wir brauchen, um Novelmore zu beschützen, General McGriffin. Ihr ruiniert das Spiel. Majestät, wir haben dringende Neuigkeiten. Wir haben einen Zauberer gefunden. Die Fundstube für Zauberer ist gleich beim Bergfried, nicht zu übersehen. Blicket auf, ich bin Timitor, Meister der Zeit. Ich bin durch die Weiten des Universums gereist, um... Timitor, kein Hallo, kein Oh, langes her, König John. Ihr seht gut aus. Oh, wie geht es euch, König? Nein, jetzt ist es zu spät. Fahrt fort. Wo war ich? Oh, ja, ich bin Timitor, bla 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 bla. Und bei meinem Blick durch Raum und Zeit habe ich dies hier gesehen. Mein Sohn, ein Gefangener der Raiders? Was hat er von seiner Suche nach der Invincibus? Shh. Majestät, er hat der Prophezeiung getrotzt und damit ganz Novelmore in Gefahr gebracht. Deutet ihr damit an, dass ich ihn da lassen soll? Meine Arbeit hier ist getan. Timitor geht. Oh, meine Schlüssel. Also gut, General McGriffin organisiert umgehend einen Rettungstrupp. Ja, natürlich, Armeesache. Prinz Arwen muss gerettet werden. Auch wenn er vielleicht nie in der Lage sein wird, unser Königreich zu regieren, ist er immer noch mein Sohn. Für Novelmore! Für Novelmore! Ich hatte schon Angst, dass General McGriffin uns befiehlt, Arwen zu retten. Oh, ich gehe mit. Wirklich? Natürlich. Oh, weil du Arwens Freundin bist? Nein, einfach weil ich dabei sein will. Und weil er dein Freund ist. Weil ich ihm unter die Nase reiben will, dass er eingesperrt wurde und ich die bin, die ihn befreit. Oh, vielleicht komme ich dann auch mit, falls du gerettet werden musst. Brauchst du Hilfe? Nein, alles gut. Oh, sieh an! Brody hat einen kleinen Freund mitgebracht. Das ist kein Freund. Das ist Arwen, Prinz von Novelmore. Und ich, Brody, Sohn von Lord Byron, habe ihn überwältigt und zu meinem Gefangenen gemacht. Eigentlich war es mehr ein hinterhältiger Trick. Gut gemacht, mein Sohn. Ich dachte, du holst die Invincibus. Ich dachte, das sei dir egal. Was denkst du, soll mit unserem Gefangenen geschehen? Wir sollten ihn gehen lassen. Wer hat das gesagt? Ein guter Vorschlag. Da er ein wertvoller Gefangener königlicher Abstammung ist, sollten wir ihn in der Gästesuite unterbringen und dafür sorgen, dass er gut bewacht wird. Kaboom! Ja, my lord? Bring den Gefangenen zur Gästesuite und sorg dafür, dass er gut bewacht wird, wie Brody es gesagt hat. Wie Brody es gesagt hat? Eine noble Geste. Ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Das war ein Kompliment von deinem Vater. Ich weiß. Gästesuite? Wie nett. Ich bin nämlich kein Freund davon, ein Gefangener zu sein. Ich weiß eure guten Umgangsformen sehr zu schätzen. Ich bin schon richtig gespannt auf die Gäste-Suite. Es kommt sogar noch besser! Ja! Ja! Gut, so wie es aussieht, können wir von... Sir Bennet, Sir Forthwind, beginnt jetzt die Strategiebesprechung mit General McGriffin? Genau deshalb sind wir zu euch gekommen. Sie findet hier statt. Hier? Naja, ein bisschen weiter links. Wo kommst du denn her? Ich bin mit dem Gleitdrachen geflogen. Alles in Ordnung? Ich bin die klügste Person unter Ihnen, aber Sie versuchen alles, um mich aus der Strategiebesprechung rauszuhalten. Warum? Wahrscheinlich, weil du die klügste Person unter Ihnen bist. Heute Morgen bin ich mit Schlangen in meiner Decke aufgewacht. Gut, dass ich Schlangen mag. Nimm sie weg! Ach, sie ist harmlos. Mit Leckerlis kann man beinahe jedes Tier zähmen. So wie bei meinen Wölfen. Hey, kleiner Freund. Aufrichten, mach eine Rolle und jetzt gib Küsschen. Braver Junge. Hallo, Tyragon? Herr der Drachen?
Kaboom, mein alter, ungeliebter Freund! Meine Informanten haben mir zugetragen, dass Ritter von Novelmore unterwegs sind, um Prinz Arwen zu befreien. Wir haben Prinz Arwen gefangen? Wer hat diese Herausforderung gemeistert? Das ist nicht von Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich die Ritter aufhalte, bevor sie hierher gelangen, damit ich wieder Lord Byrons Liebling werde. Und wenn du mir dabei hilfst, kannst du mein Liebling werden. Moment mal, wenn sein Liebling dein Liebling wird, dann... Deshalb ist es so schwierig, mit dir befreundet zu sein. Ich brauche einfach ein paar Drachen, die Armee von Novelmore angreifen. Ich habe tatsächlich gerade eine neue Gruppe junger Drachen. Furchterregende Biester, die mir aufs Wort gehorchen. Sieh sie dir an. Hervorragend! Hör zu, es kann sein, dass ein Erfinder den Rittertrupp begleitet. Dario da Vinci. Ihn brauche ich unversehrt. Meine Drachen werden dich nicht enttäuschen. Sie bestehen allein aus Stärke und Bosheit. Ziel gesichtet. Den Wind einkalkulieren, die Waffe scharf machen. Verflixt, angeschnitten. Gwyn, ihr habt unsere Strategiebesprechung verpasst. Auf dem Golfplatz. Und ich wurde nicht eingeladen. Ups. General, ihr mögt mich nicht, weil ich eine Außenseiterin bin oder weil ich eine Frau bin. Spielt auch keine Rolle. Ihr müsst mich nicht mögen. Ich will helfen, Arwen zu retten. Nun, sobald wir einen Plan haben, erfahrt ihr davon. Ihr habt noch keinen Plan? Ihr arbeitet seit Tagen an einer Strategie. Woher soll ich wissen, wie man einen Prinzen aus dem Kerker der Raiders befreit? Ihr seid der General der Armee. Duckt euch! Ihr gebt mir keine Befehle. Macht euch bereit, den Zorn der Kindertüre ganz zu spüren! Angriff! Euer Befehl, General? Weglaufen! Wenn man ins Feuerreich reist, braucht man feuerfeste Ausrüstung. Ein Regenschirm? Schien mir witzig. Sehr gut, Dario da Vinci. Das ist der Erfinder! Drachen, greift ihn euch! Gut, dass ich mitgekommen bin, oder? Oh nein, Hilfe! Dario! Entschuldigung! Gut, Gwyn. Ich befehle euch, ihnen zu folgen. Halte durch, Dario! Ich habe wohl keine andere Wahl! Beeindruckend! Setzt sie in Flammen! Hohlköpfige Drachen! Holt sie euch! Ich habe euch. Übernimm den Gleiter. Ich kümmere mich um Tyragon. Du wirst den Tag bereuen, an dem du es gewagt hast, Tyragon. Du solltest bereuen, diese Kostümierung gewählt zu haben. Vorsicht, Gwyn, die Drachen! Ich habe meine Lieblinge von Geburt an trainiert. Und jetzt werden sie dich in Stücke reißen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Los, schnappt sie euch! Worauf wartet ihr? Tja, die Sache ist die. Haustiere zähmt man viel besser mit Leckerlis als mit Peitschen. Ist schon gut. Ich tue euch nichts. Wer ist ein guter Drache? Und jetzt gib Küsschen. Seht! Keine Peitschen mehr. Ihr seid ab sofort frei.
Alles Gute! Gwyn Greystone, wir verdanken euch unser Leben. Es war mir eine Ehre, General. Aber ich fürchte, ich muss euch jetzt leider verhaften. Was? Warum? Ihr könnt hier nicht einfach angetanzt kommen und die Armee übernehmen. Das führt uns ins Chaos. Den Erfinder auch. Aber wer rettet dann Prinz Arwen? Das ist die übelste Gäste-Suite, die ich je gesehen habe.